Metzel, ich bin seit einigen Wochen Landesvorsitzender der Partei der Vernunft und möchte Sie recht herzlich zu unserer Montagsdemonstration hier begrüßen. Was mich anbelangt, so ist das erste Mal seit 35 Jahren, dass ich wieder für eine gute Sache auf die Straße gehe. Aber ich glaube, in diesem Fall lohnt sich das und ich hoffe, dass es Ihnen auch so geht. Und wenn es mit demokratischen Entscheidungen vorangehen würde, hätten wir heute wahrscheinlich keinen Euro mehr. Denn der Euro. Euro ist scheiße, Dima, korrekt. Euro macht ganz Europa. Ich hätte es nicht konkreter sagen können, da hat er vollkommen recht. Euro raus, Dima, korrekt. Genau. Motherfucker Euro. Euro ist ein Bullshit, mach alles durch. Gut, also, wir denken einfach, dass der Euro in der aktuellen Situation, so wie er aufgestellt ist, nicht weiter überleben wird. Und je länger man dieses Experiment, dieses Papiergeld-Experiment hinauszögert, umso heftiger wird der Knall dieser Blase sein. Als ich vorhin sagte, der Euro ist nicht mehr zu vereinbaren mit der Demokratie, das spürt man, glaube ich, dahingehend, dass jetzt dieser ESM-Vertrag, der Ende September verabschiedet werden wird, obwohl eventuell die ein oder andere Stimme dagegen stimmt im Bundestag, aber er wird sicher verabschiedet. Wenn der in Kraft tritt, heißt das nichts anderes, dass die Deutsche, ja, dass wir als letzte Zahler in diesem ganzen Verbund mit außergewöhnlich starken Belastungen zu rechnen haben. Das heißt Einschneidungen, die zum einen natürlich das Sozialsystem Deutschlands komplett auf den Kopf stellen und zum anderen wird es einhergehen mit drastischen Steuererhöhungen, Rentenabbau. Das heißt also, es wird jetzt die Tage schon diskutiert, dass man die Rente auf 69 hochsetzt in Deutschland. Das ist nichts anderes als eine Rentenkürzung. Und all das haben wir zu verdanken einem Papiergeldexperiment. Und dieses Experiment wird, denke ich, in den nächsten 5 Jahren vielleicht nicht mehr so sein, wie wir das heute haben. Dieser Prozess geht leider mit einer Entdemokratisierung einher. Und deswegen gehen wir hier auf die Straße, deswegen organisieren wir hier diese Demonstration. Denn nicht die da oben wissen, was gut für uns ist, denn das wissen wir alle selber. Nein zur Schulden- und Transferunion. Und deswegen demonstrieren wir hier gegen den Euro in dieser Form. Die Politik debattiert öffentlich bereits darüber, dass Griechenland wahrscheinlich insolvent, also Staatsbankrott sein wird. Und sämtliche Gelder, die jetzt in die Staaten um das Mittelmeer fließen, die sind einfach verloren. Und in unserer Europapolitik irgendwas nicht stimmen kann. Wir die Steuerzahler, wir sind das Volk. Der Euro ist in der Form nicht zu retten. Und deswegen fordern wir das Ende der europäischen Schulden- und Transferunion. Raus aus dem Euro! Wir sind das Volk! Mahnmal hier in Frankfurt auf dem Willy-Brandt-Platz. Jede Woche neu, jede Woche die gleiche Tour. Wenn Sie ähnlicher Meinung sind, dann schließen Sie sich uns an. Wir wollen jetzt hier gerne noch einen Anspruch machen. Deswegen.